Wie seht ihr die aktuelle Elektronikszene? Gibt es angesagte Strömungen? Wo seht ihr noch Potenzial oder interessante neue Impulse? Mit der Iconic ist es uns gelungen, die analoge Welt elektronischer Instrumente mit der digitalen Welt zu verbinden. Wir haben auf historischen Instrumenten gespielt. Wir haben den menschlichen Faktor zugelassen, also die kleinen Unsauberkeiten im manuellen Spiel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns bedient der modernen Rechnertechnologie, des Quantisierens von Rhythmen und natürlich der großen, komfortablen Klangwelt moderner Synthesizer. In der Mixtur dieser beiden Welten, glaube ich, ist die Iconic stilbildend und sicher auch impulsgebend geworden. Die Soundscapes sind ganz anders als die Iconic. Sie sind radikaler, sie sind atmosphärischer, experimenteller und eignen sich deswegen sehr gut als kleine Filmmusiken. Wir schließen quasi an die Tradition der Tangerine Dream-Ära in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends an, als wir mit Tangerine Dream sehr viel Musiken für die Filmstudios in Hollywood gearbeitet haben. Und so erzählen auch unsere Soundscapes kleine Geschichten. Die Musik war vorher da und später kamen die Bilder dazu. Und das macht das Ganze wahrscheinlich so beeindruckend und könnte eben auch stilbildend für die Zukunft sein.